Hallo, in diesem Video nur eine kleine Programmvorstellung für die Nutzer, die gerne die Standardmöglichkeiten der Programmsteuerung unter Windows etwas aufbohren. Wir starten unseren Standard-Webbrowser und navigieren diesen zu http://www.secondshell.com. Finden wir Second Shell, derzeit die Fassung 2.01, hier der Download-Link. Das Ganze kommt als ZIP-Paket, einfach auspacken und durch einen Doppelklick starten. Dann haben wir danach hier ein entsprechendes Icon im Systemtray. Starten wir mal eine Testanwendung, welche wir jetzt in Verbindung mit Steuerung und Alt-Taste und der Maustaste entsprechend bearbeiten können oder verarbeiten. Beispielhaft jetzt einfach mal die Alt-Taste gedrückt und rechte Maustaste. Dann können wir die Anwendung resizen. Ein bisschen einfacher, eventuell für unerfahrene User, die brauchen dann nämlich nicht unbedingt immer den richtigen Rand zu treffen. Oder eben linke Maustaste und Alt-Taste verschiebt die ganze Anwendung. Mit der Tastenkombination Steuerung und Alt in Verbindung mit den Pfeiltasten erreiche ich eine Maximierung des entsprechenden Dokuments in die horizontale oder vertikale Richtung, je nachdem welche Pfeiltaste ich drücke, also nach oben, nach unten, nochmal nach unten oder eben links und rechts. Jeweils immer maximiert und beim nächsten Drücken der Taste wieder normal. Bei gedrückter Steuerung und Alt-Taste, gleichzeitig danach die Ziffern auf dem Ziffernblock, verschieben die entsprechende Anwendung analog zu der entsprechenden Tastenanordnung auf unserem Ziffernblock. Also zum Beispiel 1 unten links, 3 unten rechts, 9 und 7. Da haben wir noch 4 für maximale Linksausrichtung und 6 das Ganze auf der rechten Seite. 8, 2 und 5 ist maximiert oder nochmal 5 dann wieder Ausgangslage. Mit Steuerung Alt und Plus vergrößern wir die Anwendung bis zum Maximum, während wir mit Steuerung Alt und Minus das Ganze wieder verkleinern können. Darüber hinaus können wir noch einige Shortcuts selbst definieren. Dazu einfach mal ganz kurz in das Verzeichnis springen, in dem wir Second Shell ausgepackt haben. Da finden wir nämlich noch eine Second Shell Ini. Einfach ganz kurz öffnen. So, scrolle ich mal ganz nach unten. So, da haben wir nämlich hier jetzt mal als Beispiel Application 1. Die wird gestartet, wenn Hotkey 1 entsprechend definiert ist. Jetzt hier als Beispiel zum Beispiel calc.exe. Das ist Steuerung und G. Das Circumflex-Zeichen hier steht für Steuerung. Das bedeutet, das müsste schon funktionieren. Vorausgesetzt, Enable Custom Hotkeys ist mit 1 gesetzt. In diesem Fall jetzt noch nicht. Also müssen wir das jetzt noch setzen. Speichern. So, bevor das Ganze wirksam wird, müssen wir das hier ganz kurz über die rechte Maustaste. Haben wir hier ein Kontextmenü am Icon und haben als zweiten Punkt den Menüpunkt Reload. Also klicken wir da drauf. Jetzt sollte das Ganze auch funktionieren. Also, was war das jetzt? Steuerung und G ruft den Rechner auf den Plan. Wollen wir Steuerung und Alt benutzen in Kombination, müssen wir aus dem Circumflex ein Circumflex plus ein Ausrufezeichen machen. Speichern. Reload. So, jetzt Steuerung, Alt und G. Und wieder, der Rechner ist da. Auf jeden Fall sollte man vermeiden, einen Tastatur-Shortcut zu belegen, der normalerweise vom System belegt wird, wie zum Beispiel Steuerung C für Copy, weil den würden wir damit überschreiben und somit in anderen Anwendungen Steuerung C nicht mehr zur Verfügung haben, jedenfalls nicht mehr, um irgendwas in die Zwischenablage zu kopieren. Sollten Sie die entsprechenden Funktionen vorübergehend ausschalten wollen, einfach rechte Maustaste über dem Icon im Systemtray Suspend anwählen und schon wird das Icon grau dargestellt. Alle entsprechend konfigurierten Shortcuts und ähnlichen Tastaturabkürzungen funktionieren jetzt nicht mehr. So lange, bis Sie das Ganze wieder einschalten. Also, insoweit durchaus eine nützliche Ergänzung für diejenigen, die gewillt sind,
sich durch die ganzen Shortcuts zu kämpfen, um das dann entsprechend nachher schnell ausführen zu können. Okay.